Hallo Leute, herzlich willkommen auf Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde FIFA 23 und ich würde sagen, wir legen hier auch direkt los nach dem Intro. Genau, so, wir werden jetzt hier einmal das spielen. Ich habe ein bisschen offscreen weitergespielt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hier bei der Saison bin. Ich sag, glaube ich, über Season dazu, ne? Ich meine natürlich die Saison. Wir haben ja noch zwei Spiele, glaube ich. Danach ist das, glaube ich, zu Ende. Wir gucken einfach mal. Wir spielen jetzt einfach erstmal dieses Spiel gegen Stuttgart. Gegen Bayern München, meine ich. Mal kurz gucken, ob ich Sound leise hab. Joa. Hoffe ich. Es könnte ein absolutes Klasse-Spiel werden. Zwei Teams, die alles geben werden. Zwei Teams, die heute gewinnen wollen. Wir sind für Sie live dabei. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt das Finale ist. Also Bayern München. Das Duell im Süden Stuttgart gegen Bayern. Echt keine Ahnung, ob das jetzt das Finale schon ist. Tradition, liebe Fußballfreunde, Sie haben sich heute genau richtig entschieden. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wolf Fuß und Frank Buschmann sagen, die Chance. Bam. Da ist es. Das ist die frühe Führung in dieser Partie. Und er sagt Partie, das heißt, es ist glaube ich noch nicht das Finale. Aber egal. Klasse, wie sie da ihr Spiel aufziehen. Dem Gegner ihr Spiel aufziehen. Ja, in der zweiten Minute im Tor. Schauen wir mal vor, das passiert wirklich so. Also ist ja passiert in Deutschland, aber... Da ist er, ja. Guter Zweikampf, er hat den Ball. Hey, ich hab ihn. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Was für eine Chance. Bam. Doppelschlag, da ist es. Sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist wichtig. Zwei Tore für jetzt. Ich schwere Aufgabe immer von wegen, Alter. Da setzt er sich durch. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Aha. Und er geht an ihm vorbei. Gefährlicher Schuss. Gehalten. Macht er gut. Okay, sorry, FC Bayern, dass ich kurz hier gewinne. Sie nehmen die kurze Variante. Entschlossen geklärt. Stuttgart ist die große Überraschung. Ah, da könnte ich es machen. Sein Timing ist schon klasse. Okay, komm. Jetzt. Danke. Muss noch das 3-0 machen. Ja, die Fans wollen, dass sie was aus der Chance machen. Mann, warum denn nicht? Boah. Ich dachte jetzt, der schießt in den Gegner. Gute Aktion jetzt. Riesenchance. Ja, Mist. Das ist mit der Parade immer noch gefährlich. Boah, das stehe ich doch gar nicht. Fast das Tor, aber das ist einfach klasse. Wie er den noch hält, wie er das macht, überragend. Er zieht einfach vorbei. Mann, ey, das ist doch zum Heulen. Ja gut, das brauche ich nicht, ne? Pfeift unnötig, diese Aktion. Sah fast schon gelbwürdig aus. Hat er jetzt gelb gekriegt? Ja. Oh mein Scheiß. Blöder der Sitz rollt die ganze Zeit nach hinten. Unaufhaltsam. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Mann, wenigstens ein Tor noch. Vor diesem heutigen Spiel viel gesprochen. Denn er spielt heute gegen seinen Ex-Verein. Das sind natürlich immer besondere Spiele. Ja, da geht man mit gemischten Gefühlen in das Spiel. Fans, die erkennen. Die ganze Karte aus hier. Alles richtig gemacht von der Schiedsrichterin hier. Gelbe muss es geben. Auf jeden Fall, war gelbwürdig. Hat sie gut gesehen. Gelbwürdig, du bist gelbwürdig, Junge, weil du so dämliche Sachen da warst. Klasse durchgesetzt.
Jetzt aber. Ey, das kann doch nicht sein. Ter Stegen macht dicht, kein Tor. Und das aus dieser Distanz. Da geht er an allen Gegenspielern vorbei. Er passt gut auf und hat den Ball. Boah, ich habe ihn fast gefoult. Da hat er die Chance. Oder was machst du? Da ist der Ball. Macht er genau im Richtigen. Junge. Im Signal Iduna Park passiert was. Es ist ein Tor gefallen. Im Studio gibt es alle Infos für uns. Ja, wir haben hier das erste Tor für Dortmund. Junge, wir kriegen hier gerade die ganze Zeit nur gelbe Karten. 38 Minuten sind gespielt. Danke für dieses kurze Update. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Der VfB Stuttgart hat beim Ballbesitz klare Vorteile im bisherigen Spielverlauf. Ey, jetzt könnt ihr mir auch mal hier vorlassen. Die Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufahren. Auch jetzt haben sie hier wieder den Ball. Sieht vielversprechend aus. Sie können den Ball im Ablauf. Da ist er im Abseits. Da, Abseits? Es hat niemand einen Ball gekriegt. Hä? Wo haben die Abseits, Alter? Egal. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Jetzt aber. Jetzt. Jetzt nimmt das alleine mit ab. Bam, Alter. Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn. Schmutz. Hier nochmal die Szene. Da macht er sein drittes Tor. Hört ganz gut auf. Ach. 45 Minuten sind vorbei. Ich muss jetzt mal in Bayern. In die Kabine. Oder? Bayern generell diese Saison einfach nur Schrott gewesen. Aber egal. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Es geht ja schon mal sehr gut los hier. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Die Bayern mit dem Ballverlust. Wäre der Ball ein bisschen geiler gekommen, hätte jetzt nicht diese blöden. Gute Aktion. Aber warum rennt der denn so komisch? Das muss es fast sein. Ah, das ist stark. Vier Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Ja. Komm schief, danke. Ja, da gibt's gute Anspielstationen. Ist das die Möglichkeit? Wieder ein Tor. Langsam wird's voll auf der Anzeigetafel. Das ist natürlich mehr so ein Schaulaufen, was sie jetzt hier machen. Easy. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's 5-0. Boah, yo, wie bin ich hier durchgegangen? Der Pass, stark gemacht. Jetzt gucken die Blöde, Alter. 6 Tore auf der einen, kein einziges auf der anderen Seite. Das spricht eine deutliche Sprache. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Aber wir haben gleich 10 Tore, Alter. Hier ist es fehlen nur noch 3. Jetzt kommt der Doppelpass. Und hier sehen wir, wie die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Jo. Ich hab jetzt gar nicht damit gerechnet, dass er noch reingeht, um ehrlich zu sein. Aus kurzer Entfernung das Tor, da sehen wir es nochmal. Ja, da macht er alles richtig, weiß genau, wo der Ball hin muss. Besser kannst du den nicht machen. Sie liegen deutlich vor, bis hierhin ist es eine klare Nummer. Den Ball holt er gut verteidigt.
im Signal Iduna Park passiert war. Es ist ein Tor gefallen. Im Studio gibt es alle Infos für uns. Wir haben hier den zweiten Treffer für Dortmund. Der Torschütze war Gabriel Jesus. Der Ball wurde noch abgefälscht. Ja, und dann ist der. Ja, ich mache jetzt hier auch auswechseln, weil ich habe keine Energie mehr. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind hier 68 Minuten. Vielen Dank für diese Infos. Gute Aktion. Wäre durchaus die Schusschance. Die Fans sehen es auch so. Ja, das Spiel ist gelaufen. Nächstes Tor. Sie sind ganz einfach überlegen. Das ist es war ein geiles Tor tatsächlich. Simulieren hier mal. Ja, ein Tor für die Junge. 9:1, Alter. Von wegen hier. Schwere Aufgabe, Junge. Let's go. Easy win. Und nächste Dings ist Pokal. Ah, und das ist jetzt hier das DFB-Pokal. Finale meine ich. Warte mal, ich muss mal kurz was gucken beim Kalender. Kommen jetzt hier noch. Ich sehe es halt nicht. Also kommen jetzt danach noch. Ah, keine Ahnung. Okay, Leute, ich würde auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videoschau verlinkt. Aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.